Willkommen zurück hier auf dem Kanal Die Unbeugsamen. Leute, dieses Buch hier, Sicherheit am Limit, habe ich geschrieben. Dieses Buch gibt es auf Amazon. Der Link zu diesem Buch ist in der Beschreibung. Dort geht es um Sicherheit für die Bevölkerung. Ich habe es geschrieben aufgrund der Vorfälle 2015, 2016 Silvester auf der Domplatte in Köln. Dieses Buch könnte helfen, ich hoffe. Aber Leute, dieses Buch hat Quellenangaben und ich habe nirgendwo abgeschrieben. Dieses Buch hat Erfahrungswerte. So, und jetzt, bevor es losgeht, schnell mal meinen Aluhut aufsetzen, bevor mich die ganze Scheiße hier noch auch praktisch gehirninfiziert. Leute, unsere grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat auch von Robert Habeck abgeschrieben. Naja, ihr kennt ja die Geschichte vom Abschreibebuch von Annalena Baerbock. Wissenschaftler und Plagiatsforscher Weber hat jetzt natürlich nochmal gelesen und er hat gesagt, es ist ausschließbar, dass sie nicht abgeschrieben hat von Roberts Buch, wie heißt es, von hier an anders. Nicht an Thomas anders, sondern an Leute, die halt anders sind als Robert. Leute, dieser Hut schützt gut vor, Multidilettantismus. Und ich finde das immer wieder bezaubernd, wie die Grünen dann diesen Multidilettantismus noch verteidigen. Da sieht man doch, wo dieses Land, hingerät. Es wird Entwicklungsland, es wird Dummland und so weiter. Es wird das Land der Multidilettanten, ich hab's euch gesagt. So, ich knall euch den Link in die Quellenangaben. Und Weber behauptet auch, dass natürlich Annalena und die anderen gefühlten 3000 Mitarbeiter dieses Buches, die 3 Jahre gebraucht haben, auf Quellenangaben absichtlich verzichtet haben, weil dann wäre dieses Buch eine einzige Kopie aus anderen Büchern und Beiträgen. Leute, ich frage jetzt nicht euch, die ihr ständig zuschaut, schickt dieses Video an die, die nicht so ständig zuschauen, an die Grünen und die anderen Menschlinge und fragt sie mal, ob sie wirklich diese Frau als Kanzlerin haben wollen, die noch nicht mal richtig sprechen kann und so weiter. Ja, Leute, was ist der Unterschied zwischen Affen und den Grünen? Die Affen würden niemals den Dümmsten der Sippe zum Chef erklären. Schaut mal in den Shop, dort gibt's coole Grünen-Produkte und Leute, diesen Aluhut gibt's auch, damit uns der Multidilettantismus nichts anhaben kann. Schönen Sonntag und denkt ans Buch von Annalena, das Abschreibebuch. Es wäre schön, wenn sie mal ein Hörbuch macht. Ich wäre sehr froh, wenn sie mal ein Hörbuch macht. So Leute, wie gesagt, beehren Sie uns bald wieder hier auf diesem Kanal. Bis bald.